Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon X Wundertausch Mit Nuzlocke. Baloe und Miri. Ja, und du trinkst schon wieder was, wenn ich die Aufnahme Ich trinke anfange. die ganze Zeit was, wenn du aufnimmst. Jedes Mal, wenn ich die Aufnahme anfange, fängst du an zu trinken. Weil, ja, aber ich habe auch gerade die ganze Zeit nicht getrunken. Ich habe gekocht, weißt du noch? Ja. Ninkada. Ja, unsere Pokémons müssen noch Level 20 werden. Zwei haben es geschafft in der letzten Folge. Wer es verpasst hat, sollte sich die noch unbedingt Zwei haben angucken. es geschafft. Zwei haben es geschafft. Nein, nur eins. Nein, Magnaian und Krakelo. Ja, Magnein hat sich nur entwickelt, ist aber nicht Level 20 Ach geworden. so, ja, aber ich meinte entwickeln, Entschuldigung. Was machst du? Nicht Nairon? Nee, das Nee. ist Level 12. Das wird Sheng Sheng mit Level 19 schon schaffen. Wäre nicht. Au, das tut weh. Zum Glück nicht so sehr. Los, Konfusion! Und das Boah, das gibt's doch nicht. so knapp. Ja. Aber jetzt noch mal und dann ist vorbei. Oh, guck mal, es heilt sich hoch. Wow, so viel. Los, Sheng Sheng, mach's weg. Dann entwickelst du dich vielleicht bald. Ja, diesen Kampf vielleicht noch nicht. Ja. So wenig das bringt. Such da lieber einen Trainer, der da rumrennt. da kann ich nichts für. Ich bin außersehen reingelaufen. Ach so. Mit deinem Handtäschchen. Ach, guck mal, ich bin ein Mädchen, ich habe ein Handtäschchen. Lalala. Oh nein. Da liegt ein Baum. Mit einer Beere. Okay, du willst nicht gegen Bären kämpfen. Oh nein, das ist ein Irrgarten, ey. Hallo? Hallo, sehen wir noch Trainer? Ups. Da ist Hallo? einer! Und los! Was könnte schöner sein, als bei Wind und in Shorts durch die Gegend zu laufen? Ja. Vielleicht einen Ventilator und Ohne sich vor einen Ventilator Shorts. setzen. Wie ohne Shorts, er hat mit Shorts. Alter, ohne Shorts? Nein, er hat mit Shorts gesagt. Ohne Shorts. Hä? Ja. Ja, wobei Mädchen ohne Shorts, was durch ein Gras läuft. Ja, nicht schlecht. Oh nein, scheiß Toxipet. Oh nein, das kann ja keine Attacke. Doch, es kann. Wackes, Zheng Zheng sterben Zigzagoon. zu lassen. Zigzagoon können wir nicht einsetzen, weil es Ich tot ist. weiß. Tut mir leid. Tut mir leid. Oh Giftstab. Wehe, du bist nein. vergiftet, Magnaien. Gib dir Mühe. Das war Absicht, Nein, ne? nicht mit der Faust. Warte, hier hast du eine Flasche. Da. Wo habe ich denn meine Flasche hingetan? Vor dir hingestellt? Nee, die ist voll. Ah, da ist die leere. So? Ja. Aber jetzt hast du dich selbst geschlagen. Ja, stimmt, du wolltest dich schlagen. Entschuldigung. Ah, oh, nicht gereicht. Was passiert eigentlich, wenn jetzt durch einen aus Versehen Angriff unser Zigzagoon eingetauscht wird? Also was zählt das dann? Wiederbelebung. Dann dürfen wir ihn behalten. Wiederauferstehung. Wow! Ja, genau. Falls er durch Zufall eingetauscht wird, solange er noch im Team wird, dürfen wir ihn behalten. Das wäre toll. Spezialregel, die zwar nie in Kraft treten wird. Wer weiß. Oh Mann. Aha. Super. Zurückkeks. Zheng Zheng? Nairon? Lyron. Ist es so stark, was jetzt kommt? Ich weiß nicht, was ich dagegen einsetzen soll. Unlichtboden. Dass du das mal weißt, was was ist. Nairon ist auf jeden Fall immer eine gute Wahl. Auch Lyron, ja. Lyron, das ist immer eine gute Wahl. Ich habe ihn einmal gelobt, super. War eine blöde Idee. Lyron. Siehst du, als Strafe dafür hast du jetzt eine sehr effektive Attacke abbekommen. Was? Wie schade das gemacht hat. Ja, viel. Aber er hat nicht dazu gelernt. Nee, das tut die KI irgendwie nie. Oh, danke, Lyron. Wir sind so stolz auf Und dich. tot. Ja. Wäre natürlich peinlich, wenn Lyron uns wegstirbt, ne? Einfach so in der Arena oder so ein Scheiß. Wie soll von uns wegsterben? Weiß ich. Oh, Zigzagoon ist Level Up Mist. Dynabolt! Yay! Ich weiß nicht, ob du das diese Folge noch schaffst, bis Level 20 die alle zu kriegen. Ich auch nicht. Ich will nicht gegen Relaxo spielen. Das ist ein Fiasko, wenn ich das mache, glaube ich. Was willst du machen? Jemand von Gift heilen. Oh, das wäre nicht schlecht, ja. Aber unsere ganzen teuren Tränke. Willst du nicht nach links gehen? Komme ich denn zu dem Weg hier drüben? Da musst du wohl durch Gras.
Nicht durch das. Nein! Oh. Ich bin extra gerannt, um schneller zu kommen. Ja, ich hab's gesehen, aber ich glaube, das ist scheißegal. Was? Oh, Myrapla! Das ist Pflanze, noch irgendwas? Ah, ich glaube, Myrapla ist nur Pflanze. Na dann. Dynavolt! Kommt, dass das wird. Dynavolt ist so schwach. Okay, Fluchtwert ist nicht so schlimm, oder? Das heißt, es kann eher Volltreffer kriegen. Okay, das ist dann doch schlimm. Okay, Myrapla. Danke. Los, Dynavolt! Mach es! Wenn es dir wegstirbt, ne, bin ich sauer. Es stirbt mir nicht weg. Guck, es hat es besiegt. Ohne Probleme. Yay. Ohne aber nach 100 Runden. Wie wenig XP das nur bringen. Das ist zum Kotzen. Lalala. Da wollte ich nicht rein. Das sagst du nur so. Nee. Keine Kämpfer mehr da? Nö. Du bist auf der Route. Aber du kannst die andere Seite vom Gras sehen. Ja, ich weiß, aber ich muss zuerst in die Stadt und dein Team heilen. Fifian wegtun. Oh ja, Zigzagoon freilassen. Fifian? Warum habe ich Fifian gesagt? Ich weiß nicht, warum du Fifian gesagt hast. Entschuldigung. Aber ich wollte dich dann nicht belehren, weißt du. Lassen wir den frei, ja, ne? Nein? Okay, Miri will sie alle in die Box tun. Das tut sie in die Box. Okay. Aber warum haben wir denn Tropius freigelassen? Weil Tropius kacke ist. Das war nicht kacke. Das ist so gemein. Was jetzt? Ich habe nur Cheng Sheng nach vorne gesetzt. Weil? Damit es bald Level 20 ist. Ja, aber Voltenso auch. Brauch Level 20. Ja. Ach, muss ich nicht verstehen. Huhu! Hm? Du saugst. Nein, was? Ich habe nur ein bisschen Puffreis verstreut. Nur ein ganz kleines bisschen. Nur ein ganz bisschen, ja. Ja, nur ganz theoretisch könntest du doch Relaxor jetzt schon mal, oder? Ich will das nicht in meiner Folge meinen. Ich werde das verkacken. Nicht weinen. Ich traue mir das nicht zu. Nein, du musst, musst man nicht von oben hin. Ja. Geht ja nur von oben. Oh, so ein. Warum komme ich denn da? Achso, da muss ich ja rüberspringen. Ah. Das ist eine Schräge. Oh, da war ein Ball. Toxipit! Dass die auch immer da. Ich habe mich damals so erschreckt an der Stelle. Oh, nein! Oh, das gibt ganz viele XP. Boah, sehr was? Schön. Warum weißt du das? Weil Urdoch ist, glaube ich, das Pokémon, das am meisten XP gibt. Interessant. Bin mal gespannt. Mama, ich habe noch nie ein Urdoch gesehen hier mittlerweile. Also. Ich war ja hier eine Weide. Das ist in Schwarz und Weiß, das ist Chanera. So sieht's auch aus. Wie Chanera? Und es kann eine Mega-Entwicklung machen. Oh, du, cool. Du weißt, was Chanera ist. Das ja, ist ja. Heiler-Pokémon. Aber was hat das mit Urdoch zu tun? Das ist quasi Urdoch. Also, in Schwarz und Weiß gab's ja die alten Pokémon nicht. Also hatten sie Chanera so. Urdoch. Wie? Ja, das wusste ich gar nicht, dass sie in Schwarz und Weiß die alten Pokémon nicht drin hatten. Oh, wow. Sag ich doch, gibt viele XP. Ich habe aber nicht gesehen, wie viele, aber es gab viele. Krass. Wow, Krakelon! Krakeleo! Magnaien! Yay! Yay, yay, yay! Yay! Ich glaube, dann kannst du aber jetzt gegen Relaxo kämpfen gehen. Kann ich? Genug sind. Genug Level 20er. Nanu, Sheng Sheng entwickelt sich. Sheng Sheng, oh nein, jetzt kriegst du es nicht mehr. Oh, Sheng Sheng verliert seinen schönen Namen. Ja, oh Mann, das ist ja kacke. Wir nennen das weiterhin Sheng Sheng. Na, jedes Trassler, dem wir begegnen, nennen wir eh Sheng Sheng, also. Hey, Sheng Sheng. Und es ist ein Gardevoir. Was? Fast. Das ist ein Kirlia. Ein was? Kirlia. Kirlia? Ach du meine Güte. Jetzt hör doch auf, den Puffreis rumzuschmeißen. Lass mich doch. Wir wollten Facecam. Wolltest du nicht? Ah nee, geh jetzt Relaxo mal. Ich gehe nachher noch auf die Wiese. Ob wir Relaxo packen? Du musst das packen, sieh zu. Ich pack das nicht. Dann speichern, haha. Wenn du es versaust, dann haben wir halt diese Route kein Pokémon. Ja, eben. Ja, dann ist es aber so. Das ist voll kacke. Wir brauchen doch jetzt Neues. Ja, wir brauchen einen neuen Wundertausch. Wir brauchen ein neues Wunder. Ja. Wie viele Routen hat das Spiel? 100? Ja, genau, fast. 2. 100? 20? 20 Routen? 30? Ich weiß gar nicht.
Ah ja, ein bisschen Zeug kaufen, wäre nicht schlecht. Ja, richtig. Super Ball. Kauf mal bitte 9. Habe ich mir auch überlegt. Und wir haben ja auch noch den Hyperball, den Sigsagoon gefunden hat für uns. Super Tränker. Oh ja, gut, 5 reicht aber. Boah, kann Relaxo irgendwie paralysieren oder so ein Scheiß? Gegengift 2 reicht noch eigentlich. Paraheiler braucht man nicht so unbedingt. Aufwecker bräuchten wir. Die sind ja teuer. Eisheiler braucht man eh nie. Feuerheiler braucht man nicht so richtig. Schutz auch nicht. Nee, das war's dann. Aber Gegengift nimm mal ein paar mehr mit. Sag ich, dachte ich mir auch gerade. Wollte ich gerade sagen. Ich meine, gibt's hier das ganze Geld nicht für Klamotten aus, sondern für sinnvolles Zeug. Na gut. So, das war's. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt der große Kampf gegen das große Relaxo. Du schaffst das, Myri. Ich glaub an dich. Ich nicht. Wenigstens bin ich dann nicht schuld, wenn es tot ist. Ein Glück. Zu meinem Glück. Ja. Warte mal, wenn wir Relaxo gefangen haben, ach ja, das müssen wir dann runtertauschen. Oder freut sich aber einer drüber. Relaxo setzt ja auch Erholung ein, ne? Könnte sein, ja. Ja, ja, eben. Deswegen lohnt sich's nicht. Ich wollte es eigentlich mit Dynavolt paralysieren. Und wenn es Erholung macht, regeneriert es sich auch von. Deswegen geht's wieder zu Schlaf. Deswegen bringt mir das keinen. Wie das resettet sich. Ja. Durch Heilung resetten sich auch? Wenn es Erholung einsetzt, dann fängt es ein zu schlafen. Das heißt. Und das auch Paralyse. Das schreibt. Überschreibt den Wert der Vorstand. Das ist Paralyse. Ah, okay. Ja gut, wenn es schläft, dann ist ja sowieso nicht so schlimm. Man hat ja schon den Erlebnis. Ja, eben. Ah, da seid ihr ja wieder. Sagt bloß, ihr habt es geschafft, die Pokeflöte zu besorgen. Ja. Babiri überreicht die Pokeflöte. Du bist hier der Einzige, der darauf spielen kann, nicht wahr? Es könnte sein, dass das Relaxo wütend wird und uns angreift, wenn wir es aufwecken. Nein. Seid ihr bereit? Nein. Nein. Es fühlt sich gut an, die Pokeflöte wieder in den Händen zu haben. Bla. Los geht's. Ah, Pummeluff! Ist das die Melodie aus der Serie? Relaxo hat seine Augen weit aufgerissen. So gut es eben geht. Oh Mann. Miri, du schaffst das. Nein. Ich glaub an dich. Ich glaub ganz arg an dich. Nein. Magnaien! Oh, das ist ja nur Level 15. Aber ich weiß, dass das sehr weh getan hat, was es konnte. Ich weiß, dass das sehr, sehr wehtun konnte. Glaube ich. Oh, es leckt mich ab. Das ist so dämlich gewesen. Oh, das gibt's nicht, Relaxo. Wie kann man so viel Glück haben, du Kack-Pokémon? Ich hasse dich. Wie hoch ist denn die Chance, bitte? Wie oft kannst du sagen, wir will machen? Also, ist so lange, bis seine Genauigkeit so sehr sinkt, dass es nicht ständig seine Attacken durchkriegt. Los, Sand ins Gesicht. Wie oft machst du das jetzt? Wie sie es immer wieder seine Attacken trotzdem durchkriegt. Ich hasse oh, dich. Mann. Oh Mann, wie hohe Verteidigung es jetzt hat. Okay. Dass es sich einfach nicht bewegt bei der Attacke, das Magnaien. Ja, haben sie da vergessen, was einzuprogrammieren? Yes, hat abgewehrt. Jetzt mach es nicht tot. Ja, okay, klar. Das ist gut. Ja, ne, ist ja gut. Wenn es nicht so stark ist, ist doch gut. Glaube ich. Das wäre noch viel schwächer, hätte ich nicht Jaule eingesetzt. Ja, ist ja gut. Los, Critters, dann haben wir das schneller hinter uns. Frier's ein. Oh nein, da ist eine Beere dabei. Eine Sinelbeere, keine Zitrobeere. Natürlich hat es eine Zitrobeere. Stärkste, erhöht es das stärker, oder was? Naja, Zitrobeere regeneriert mehr KP als Sinelbeere. Ah ja, okay. Frier's ein, komm. Mist! Aber jetzt können sie es fangen, glaube ich. Ja. Erst einen normalen Superball und danach den Hyperball? Ich weiß es nicht. Oder lohnt sich jetzt schon, den Hyperball zu schmeißen? Ich weiß es nicht. Ich war ein bisschen Sorge dabei. Ja, ich auch. Go, go, Power Mira. Wow. Wenigstens trifft es uns nicht. Naja, das ist schon mal ganz gut. Schlaues Schatzi. Ja, ne? Ja. Bin sehr stolz auf dich. Und? Eins. Nicht mal eins. Oh, Mann. Oh, jetzt aber. Ah ja, okay. Das macht jetzt nicht so viel Schaden, ne? Was machst du jetzt? Normalen Ball.
Ja. Ich glaube, ich habe meins damals in einem Normalball gefangen, weil ich beweisen wollte, wie toll das ist. Eins. Ah, fast. Weißt du, dass es egal ist, ob der Ball einmal, zweimal oder dreimal wackelt? Nein. Es steht von Anfang an fest, dass es nicht fängt. Und das hat nichts zu bedeuten. Also es bedeutet, je öfter es wackelt, dass die Chance halt höher ist. Aber es wird schon davor entschieden, okay, ob du es fängst oder nicht. Deswegen ist es eigentlich egal. Also die berechnen vorher schon, ob du es fängst oder nicht? Ja. Und das Wackeln ist nur, wie nah du dran warst, es zu fangen. Ja, das zeigt halt insgesamt die Chance. Nicht, wie nah du dran warst, sondern einfach insgesamt. Nein! Fast. Okay. Wird besser. Nein, wird nicht besser. Es ist immer gleich. Mist. Hyperball jetzt. Los, jetzt. Jetzt, komm, Zigzagoon. Sei nützlich für uns gewesen. Im Andenken an Zigzagoon. Ich drück A. Stimmt, wir haben mal A gedrückt. Nein! Das hat nicht gemacht. War nicht richtig A gedrückt. Doch, natürlich. Wann muss man drücken? Sobald der Ball auf den Boden kommt oder sobald es reingeht? Ich weiß es nicht mehr. Luxusball, fühlt er sich da denn ja wohl. Du Kackrelaxo, ne? Kann uns jemand Fangkraft geben? Wir können es selber. Ach nee. Ja, jetzt zu spät. Das ist spannend gerade. Ja. Wir beziehen die Folge. Ja, ein bisschen. Los, Relaxo! Eins, zwei. Nein! Normalen Pokéball nehmen. Komm, wir machen jetzt einen Cut und du machst die nächste Folge. Willst du? Sollen wir, ja? Ja. Du musst eine Pokébälle werden. Gut. Ja. Da war es das mit der heutigen Folge. Wir hoffen, euch hat das gefallen. Und wenn ihr wisst, könnt ihr ja morgen wieder einschalten. Auf Relaxo fangen. Oder auch nicht. Genau. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gemeiner Cut. Tschüss.